Rode NT1A. Das beliebteste Mikrofon im Gaming-Bereich. Nur kurz als Zwischeninfo, die Shots sind etwas zusammengewürfelt und deswegen schon etwas älter. Nun, es ist ja so, dieses Rode NT1A Großmembran-Kondensator-Mikrofon steht stellvertretend für alle anderen Gaming- bzw. Let's Player-Mikrofone, die es so hier auf dem Markt gibt. Aber warum eigentlich? Zunächst einmal wird das Rode NT1A in meiner Version, Link dazu ist übrigens in der Beschreibung, mit einem 10 Meter Premium XLR Male bzw. Female Kabel mitgeliefert. Das ist tatsächlich ein sehr hochwertiges Kabel, gerade wenn man den insgesamten Preis des Sets bedenkt. Auch neben dem Mikroboard wirklich gibt es ein Aufhängesystem namens Mikrofonspinne mit einem Popschutz dazu. Der ist prinzipiell ein Muss für so eine Art von Mikrofon. Alles Zubehör ist übrigens auch von Rode und qualitativ sehr gut, allerdings nicht ganz so gut wie das Kabel, also die Spinne, aber immer noch sehr gut. Kommen wir nun zum eigentlichen Mikrofon. Nur kurz als Info, das Rode NT1A gehört zur Gattung der Großmembran-Kondensator-Mikrofone, schwieriges Wort. Ursprünglich war diese Gattung dafür da, Vocals und Instrumente aufzunehmen. Die meisten Mikrofone haben in dieser Kategorie eine sogenannte Nierencharakteristik, was bedeutet, dass sie primär die Töne frontal nah am Mikrofon aufnehmen und alles andere eben weniger. Das hat meistens Vorteile, selten aber auch Nachteile. Nun, das Rode NT1A wird beworben als Mikrofon mit dem geringsten Rauschen überhaupt. Tatsächlich ist das Rauschen wirklich so gering, dass es wirklich nicht nötig ist, eine Rauschentfernung per Software über die Audiospur zu legen. Passend dazu wird die Stimme auch mit allen Höhen, Tiefen, Midzones, wie auch immer, sehr naturgetreu aufgenommen. Auch gibt es einen kleinen Proximity-Effekt, auf Deutsch Radiosprecher-Effekt, der zum Teil echt richtig geil sein kann. Man kann das Rode NT1A mit einem XLR-Kabel verbinden. Ich benutze es übrigens in Verbindung mit dem Behringer Q802 USB Mischpult bzw. eben auch als USB-Interface. Das Einzige, was man dazu noch wissen muss, wenn man das Mikrofon anschließen möchte, ist, dass es eine 48 Volt Phantomspeisung benötigt. Also letztendlich lässt dieses Mikrofon mehr als nur Let's Play Sachen zu. Und auch für Professionalisierung sehr, sehr gut geeignet, lässt eben nach oben hin viel offen. Der Anschluss ist zwar manchmal ein bisschen ungünstig, gerade wenn man so das Komfort bedenkt, aber insgesamt völlig akzeptabel und lässt eben auch für professionellere Sachen viel nach oben hin offen. Falls ihr es noch nicht gewusst hattet, ich nehme jetzt auch gerade in diesem Moment mit dem Rode NT1A auf. Meiner Meinung nach ist das Mikro auch mit dem Zubehör gerechnet für etwa 180 Euro, kommt drauf an, wo man es kauft, sehr günstig und preiswert. Doch für wen ist das Mikro jetzt eigentlich geeignet? Ich finde, für Let's Player reicht prinzipiell auch ein bisschen günstigeres Mikrofon, zum Beispiel ein T-Bone oder was auch immer, was dann direkt über USB verbunden werden kann, weil so hat man immer die Sache mit dem USB-Interface. Ist für den einen oder anderen in Ordnung, für mich ist es ein bisschen ärgerlich. Für Video, da Ton mit der Kamera aufzunehmen, ist es auch nahezu gar nicht geeignet, denn da muss man entweder über 3 Milliarden Adapter gehen oder den Ton extern aufnehmen. Das geht dann wieder. Und auch die Größe des Mikrofons wäre natürlich für einige Shots suboptimal. Doch sonst für natürlich Instrumente oder professionelle Voice-Over-Geschichten ist es wirklich gut. Und das NT1A ist ja jetzt schon seit über 10 Jahren auf dem Markt und hat trotzdem echt fortschrittliche, neueste Technik. Daran sieht man, dass es wirklich ein Qualitätsprodukt ist, muss ich einfach an der Stelle so sagen. Hashtag no ad, Hashtag not sponsored. Ja, was sagt ihr jetzt zu dem Mikrofon? Habt ihr ein Mikrofon? Und wenn ja, welches benutzt ihr? Benutzt ihr vielleicht auch ein Videomic? Und warum benutzt ihr das? Ich sage bis dahin, tschüss.